Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Time of Change TV. Diesmal on stage, on tour bei den Days of Change in Bad Salzschlirf in der Nähe von Fulda. Und an meiner Seite habe ich heute jemand, der mit im Team von Ewald Schober dabei ist bei diesen Days of Change. Ein talentierter Speaker, ein talentierter Moderator, ein talentierter Coach und jemand, in seinem Leben schon viele Höhen und Tiefen, wie wir alle, durchlebt haben. Herzlich willkommen, Chris. Danke. Danke, ich freue mich, hier zu sein, Herr Pumuck. Chris, wir haben ja schon einige Gespräche geführt, aber noch nie vor der Kamera. Ja. Bis auf letztes Mal ein kurzes Live. Ja, das ist richtig. Chris, dein Leben war nicht immer einfach. Aber bei wem ist schon immer einfach? Ja. Und ich habe gesagt, du hast ja bestimmte Markenzeichen, du bist der Rie. Firmus. Firmus. Ja. Sieht man jetzt vielleicht nicht. Und du hast deinen eigenen Kanal. Jawohl. Und du bist jemand, der sagt, ich würde gern, oder magst es auch, Botschaften in die Welt tragen. Ganz genau, richtig. Was ist denn dein Hauptanliegen bei diesen Botschaften? Das Hauptanliegen ist, dass wir alle ins Sein kommen, alle in die Authentizität, ja, dass wir alle unseren Entwicklungspotenzialsknoten entwickeln und endlich das leben können, was wir alles in uns haben, was wir an Potenzial zur Verfügung hatten seit Geburt und das wirklich vollumfänglich nutzen können, ohne die Konventionen von außen, die uns zwingen oder dazu gezwungen haben, Dinge zu tun oder jemand zu sein, der wir nicht sind. Du sprichst also ein Thema an, was vielleicht einige Menschen im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich auch weltweit betrifft, die ein Leben leben zum Überleben und sich aber nicht wirklich selber zum Ausdruck bringen, vielleicht einen Beruf ausüben, der nur vielleicht gutes Geld einbringt oder vielleicht auch nicht, die vielleicht überhaupt nie sich getraut haben, aus der Deckung zu kommen. Wie bist du denn zum Ewald Schober gekommen und zu diesen Days of Change, wo genau diese Themen verhandelt werden? Das ist eine interessante und lustige Geschichte, wie viele Menschen wahrscheinlich in den 10 Jahren, die jetzt quasi hinter uns sind, so ein bisschen, gab es eine Zeit, wo man nur zu Hause war, man von zu Hause gearbeitet hat und ja, ich habe viele Podcasts gehört, währenddessen ich gearbeitet habe, wo andere Radio hören, habe ich halt sowas gemacht. Und irgendwann war das damals noch beim Götz Wittneben, ja, bei Neue Horizonte. Und da habe ich Ewald Schober zum ersten Mal gesehen und zum ersten Mal gehört. Und ich war am Arbeiten und hörte mit einem Ohr hin. Und ich hörte, was hat der gerade gesagt? Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Dann habe ich hingeguckt. Nee, das meint er nicht ernst. Das waren so Aussagen, ah, Wunder erschaffen. Und ich meine, du weißt, wovon ich rede. Ewald Schober ist immer mal wieder für ein Wunder gut. Und da habe ich gesagt, nee. Das, so ein arroganter, nee, das kann nicht sein. Ausgemacht. 2-3 Monate später, ich habe Götz mit ihm gerne geguckt, wieder Ewald Schober bei Götz. Ja, und da hat er von Berufung gesprochen, Berufungsfindung. Und hat dann gesagt, ja, jeder, der seine Berufung finden möchte, kann sich kostenlos bei uns melden. Da habe ich mir gedacht, kostenlos? Nein, es gibt nichts kostenlos, ja. So, und da habe ich gedacht, gut. Was habe ich zu verlieren? Ich rufe einfach mal an. Ich war in einem Angestelltenverhältnis zu der Zeit, hatte also keine finanziellen Sorgen. Aber es ist nicht das gewesen, was ich gerne gemacht habe. Nicht das, was ich gut kann. Also nicht das, was ich wirklich gut kann. Und das wusstest du zu diesem Zeitpunkt? Ja, das wusste ich schon. Aber man hat seine Konventionen, also im Haus abbezahlen, Rechnungen zu bezahlen und so weiter. Das, was jeder hat. Und so bleibt man in so einem Hamsterrad. Ja, dann habe ich einfach mal angerufen, hatte da einen netten Herrn an der Leitung und sagte, ja, dann erzähl doch mal. Dann haben wir 5 Minuten gesprochen, also ich habe ihm 5 Minuten von mir erzählt. Und er sagte, ist dir schon klar, was du machen sollst jetzt als Berufung? Ja, habe ich gesagt, ja, jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Und dann habe ich direkt mit Ewald Schober gesprochen, wir sind dann direkt in die nähere Ausarbeitung gegangen und so bin ich dann letztendlich bei ihm gelandet und dann, also in der Ausbildungseinheit bei ihm, habe dann dort angefangen
Und jetzt bin ich hier. Ja, und jetzt kann ich mittlerweile sagen, Ewald Schober ist nicht arrogant, der macht wirklich die Wunder, die er verspricht. Das ist das Spannende, wenn man diese Days of Change mitbekommt, wenn man sieht, wie hier tatsächlich Wunder auf Knopfdruck passieren, und die müssen wir mal definieren. Wir hatten gestern auch eine Challenge, wo sich ein Mann oder eine Frau auf zwei Eierschachteln, die werden aufgeklappt und mit den nackten Füßen draufstellen. Und da gibt es laut Wikipedia-Eintrag ein Maximalgewicht, was diese Eier, wenn die durchschnittlich sind, aushalten, um die 80 Kilo. So, dann steigert man dann dieses Gewicht, erst fangen wir mit 60 Kilo an, 65, 67, bis man dann an die 80 kommt. Dann geht man über die 80, so, okay, können wir denn diese Naturgesetze sprengen? Da gibt es vielleicht eine gewisse Variationsbreite, ne? 81, 82 wird noch niemand sagen, okay, das ist jetzt. Aber was ist denn passiert? Ja, wir sind drüber hinausgekommen, waren dann, weiß ich, bei 2,83, dann sind wir wieder höher gegangen, glaube ich, bei 6,87, da hat es dann nicht funktioniert, nicht ganz. Und wir wären nicht wir, wenn wir nicht sagen würden, wir gehen aber höher, wir gehen jetzt höher, wir machen nicht mit der gleichen Sache weiter oder gehen wieder runter, nein, wir gehen direkt höher. Es hat bei 86 nicht funktioniert, dann gehen wir höher, dann waren wir über 90 und hat es wieder funktioniert. Ja? Dann war es bei 95, 96, hat es nicht funktioniert. Genau, und wir gehen wieder höher. Wir sind wieder über 100 gegangen, ja? Wo jeder normale Mensch sagt, Moment, das hat doch nicht funktioniert bei dem Gewicht, wieso wollt ihr höher gehen? Ja? Und so sind wir halt, wenn wir forschen, wir machen einfach weiter. Und was das möglich macht, und das glaube ich wissen vielleicht auch viele Zuseher nicht, wenn ein Kollektiv in einer bestimmten emotionalen Stimmung ist, mhm, und der Mann oder die Frau, die sich auf diese Eier stellt, es spürt, dass es möglich ist, werden diese Grenzen verschoben. Und das Fantastische, das war wirklich gestern sensationell. Jetzt muss man sich vorstellen, 80 Kilogramm war das Maximum, was physikalisch möglich ist. Jetzt waren wir schon bei 104 in einem bestimmten Zeitpunkt. Und dann wollte Ewald nochmal eine sagen, okay, der vielleicht unter 110 Kilo hat. Das war aber keiner. Die waren alle weit über 110. Ein Mann hat sich dann gebogen und gesagt, bitte das Gewicht nicht meiner Frau mitteilen. Ewald hat schon aufgeschaut und gesagt, okay, wir wissen dein Gewicht. Und wir haben dann auch die Positionen gewechselt, um ihn, sag ich mal, ein bisschen zu stützen. Wir haben ihn raufgehoben. Ja, draufsteigen alleine funktioniert allein von der physikalischen Sache einfach nicht. Ja. Und dann war es im ersten Mal, hat es nicht funktioniert. Beim zweiten Mal hat es nicht funktioniert. Und normalerweise sagt Ewald, okay, wir haben jetzt diese Grenzen erreicht, jetzt geht nichts mehr. Und dann sagt das Publikum, nein, wir machen diesen Versuch funktional. Ja. Und was ist dann passiert? Das war auch unglaublich, oder? Das Unglaubliche war, ich hatte das Gewicht nicht mitbekommen. Ich habe es falsch verstanden. Ich habe 114 verstanden, also 114. Ich war gut, 114, das kriegen wir locker hin. Ja, das machen wir. Und nachher sagte mir jemand, nee, das war nicht 114. Ich meine, oh. Aber da war das Ganze schon rum und hat funktioniert. Es waren 140 Kilogramm, sogar etwas drüber. Ja. Und das ist ja schon fast, also ne, ist ja schon mehr als ist zwei Drittel mehr vom eigentlichen physikalischen. Also das meine ich jetzt mit Wundern. Diese Dinge passieren, Menschen, die plötzlich dann, machen wir eine extra Sendung, wieder sehen können. Und das ist das, glaube ich, auch, darum haben wir jetzt einen kleinen Schwenk gemacht zu diesem gestrigen Tag. Genau. Es, was die Menschen hier so fasziniert, zu sehen, dass alle die meisten unserer Glaubenssätze, die wir konditioniert bekommen, im Kindergarten, in Schule, in Familie, wie auch immer,
eigentlich nur Annahmen sind, Glaubenssätze. Aber ich kann mich entscheiden, die nicht zu glauben und jetzt anders zu sein. Auch wenn jemand sagt, ich habe eine bestimmte Persönlichkeit. Nee, du kannst die wechseln. Ganz genau. Und wo du gerade zum Glaubenssätze ansprichst. Ich bin ja auch jemand, ich löse mit den Menschen zusammen in einem 1:1 Gespräch auch negative Glaubenssätze auf. Also die Dinge, die im Unterbewusstsein feststecken, die wir nicht bewusst wissen. Und da ist eben auch so eine Sache, das wissen viele nicht, dass in den ersten Lebensjahren, in der Kindheit, hat unser Körper nicht das schützende Bewusstsein, um zu filtern, was darf jetzt ins Unterbewusstsein und was nicht. Deswegen sind die meisten Problematiken, Glaubenssätze, die negativen, aus der Kindheit. Die haben aber unbedingt nichts mit der Sache zu tun, wo es herkommt. Das ist das Interessante. Und wenn wir uns Day of Change angucken, wir sprechen gerade von Wundern, dass jeder das draußen versteht. Aber für uns sind es keine Wunder mehr. Für uns ist es, du hast gestern miterlebt, wie wir Glasscherbenlauf mal eben so wieder gemacht haben. Da kommen dann auf einmal Leute und sagen, ja, das ist jetzt ja irgendwie nicht mehr spannend. Und ich muss, Moment, wie, das ist nicht mehr spannend? Wir laufen hier über Glasscherben. Ja, aber das Spannende war tatsächlich, es sind ja welche dabei, die laufen nicht nur über diese Glasscherben, sondern war ein Pärchen, also zwei Damen, und die haben da einen Walzer auf diesen Glasscherben getanzt. Ja, bei mir vorne auch. Ja. Ja, bei mir vorne auch. Ja. Das ist natürlich mutig. Wir hatten ein Nagelbrett, aber nicht eins, sage ich mal, wo die Nägel ganz eng sind, sondern schon also weit auseinander, weit über einen Zentimeter. Ah, da sind die Menschen hier über diesen Nagelbrett drüber gegangen. Einen hat sie sogar hingelegt. Und jemand hat sich draufgestellt. Und das alles. Und das ist, glaube ich, das Spannende. Da würde man sagen, ja, was ist jetzt da das Besondere an dem Thema? Ja, das Besondere an diesen Themen ist doch, dass es weltweit, ja, Leute machen, die sich mental ewig lang darauf vorbereiten, die nur das machen, um da hinzukommen. Und Ewald sagt, okay, jetzt machen wir das einfach. Ja, es gibt Mentaltrainer, die brauchen 2-3 Tage, um, ich sag mal, beim Scherbenlauf, dann wird dir suggeriert, das ist warmer, weicher Sand. Und dann hält das so 20-30 Minuten an für diese Performance und dann ist es wieder weg. Wir gehen hier hin, Leute ad hoc. Ja, wir machen vorher eine Stunde Theorie, sprechen über Unterbewusstsein oder was auch immer wir da machen, alles. Und dann gehen wir da drüber. Da stand eine Frau, was muss ich denn jetzt machen? Ich so, einfach drüber gehen. Ja, einfach drüber gehen. Sag ich, ja, wir können auch mitgehen, wir können auch ein bisschen tanzen. Wir gehen drüber. Ja, dann ist sie drüber gegangen. Und was macht das mit den Menschen? Es geht ja nicht darum, dass wir hier eine Art Selbstbeweihräucherung machen, dass wir alles können, weil Glasscherbenlauf oder was auch immer, darum geht es nicht. Das ist nur, um den Menschen zu zeigen, einfach nur bildlich zu zeigen, guck mal, was geht. Guck mal, wo du vorher dachtest, Glasscherben laufen, Feuer laufen, Nagelbrett, was will ich alles machen? Das ist nur, um zu zeigen, wozu wir fähig sind, wenn wir es uns gestatten. Genau, um das, glaube ich, geht es auch in diesen Days of Change. Menschen zu zeigen, okay, du dachtest bisher, das sind Grenzen, die kann man nicht überschreiten. Man kann nicht einfach seine Persönlichkeit wechseln. Man kann sich nicht einfach sagen, okay, ab jetzt entscheiden, ich bin jetzt in diesem Moment, ich werde nur noch mehr glücklich sein. Und mache es nicht mehr von irgendwelchen Umständen oder irgendwann, wenn ich was erreicht habe, abhängig, sondern ich entscheide mich dafür. Ist ein Gefühlszustand, ein Gefühlsthema, wo ich sage, okay, das mache ich jetzt. Und diese Übungen oder diese Experimente sind ja nichts anderes, als wir zu zeigen, dass es machbar ist. Weil das eine ist ja die Theorie, das andere ist die Praxis. Die meisten sind Gefühlsreaktionäre. Aber reagieren ist immer nur, ich warte darauf, dass was passiert. Und das ist Opferrolle. Das ist einfach schlicht und einfach, wir warten, bis was irgendwer entscheidet und dann reagieren wir drauf. Wir kommen hier aber hin und sagen, wir gehen nicht in der Gefühlsreaktionär, wir sind Gefühlsaktionäre. Wir gehen nach draußen, wir gestalten unsere Realität, unser Dasein neu. Und das ist das, was wir hier den Menschen vermitteln. Sei dein eigener Chef. Du kannst es selber drehen. Ich meine, Alchemie, wenn man Kohle oder Blei zu Gold macht, das kennen die meisten noch, aber Gefühlsalchemisten, also wie wir selber unsere Gefühle drehen können, wie wir es möchten. Wenn der Chef sagt, in 2 Minuten bist du bei mir im Büro. Oh Gott,
dann ist Angst, dann ist Nervosität, meine Hände schwitzen und alles. Die Leute, die hier sind, wissen genau, was sie machen. Innerhalb von 1-2 Minuten ist diese Nervosität weg, das Unwohlsein ist weg, die Sorgen, die unnötig sind, sind weg. Und dann gehst du in das Gespräch rein, in einer ganz positiven Sache, gucken, was kommt. Und was, weißt du, was meistens passiert? Bei sowas, wenn der Chef so reinkommt und so sagt, dann sitzt er da, ja, ich wollte dir mal sagen, machst du gute Arbeit. So sieht's aus. Das ist Auflösung von Glaubenssätzen, von etwas, was man erwartet, weil es schon immer so war, also wird es auch immer so sein. Und das zeigen wir hier bei diesem Day of Change, das Team auf, dass es eben nicht so ist. Ob das Feuerlauf ist, Nagelbretter, ja, welcher Experiment immer, Löffel. Löffel wiegen. Ja. Das ist natürlich etwas, man kannte das noch aus den 70er Jahren von Uri Geller. Und was das für Einschaltquoten hatte, als wenn der mit seinem Finger den Löffel und plötzlich wurde er weich und so weiter. Und was war da gestern los? Das ist, weißt du, warum ich das vergessen habe? Das ist schon so normal geworden. Wir gehen halt hin, jeder kriegt einen ganz normalen Stahllöffel, also nicht generell Metall einfach. Ja? Und man hat den Löffel und wir bereiten uns so ein bisschen mental vor, ganz klar, man konzentriert sich so ein bisschen. Jeder auch auf seine Weise. Es gibt natürlich Methoden, wie man das machen kann, wo man sich so ein bisschen fokussieren kann, aber jeder wählt so seinen Weg. Ja, und dann gehen wir ad hoc hin mit allen, so. Und jetzt fangt ihr denn an, nicht zu knicken. Nein, wir machen das wie bei Maggi. Wir kringeln den auf. Ja? Und teilweise Leute, die zerreißen den. Was war das? Gestern vielleicht sogar? Eine Dame, 60 Kilo? 60 Kilo? Wirklich dünne Ärmchen, die hat den zerrissen. Ein Metalllöffel zerrissen. Wir haben alle den gleichen Löffel. Das ist nichts Präpariertes. Man sagt ja oft bei dem Glasscherbenlauf, die werden ja präpariert. Oder abgefeilt. Wir sagen immer, wir sitzen dann abends da fein säuberlich und feilen die dann. Jeder kann sich aus einem Glasscherben mitnehmen. Wir machen vorher noch Scherben extra neue. Wir nehmen Glasflaschen, zerdeppern die, damit jeder sieht, das ist echt. Da könnt ihr euch verletzen. Dieses Löffel biegen, Löffel drehen, das war natürlich für viele neu ein Highlight, weil ich gesagt habe, ja, ich kenne sowas noch von Psi-Phänomenen, vom Fernsehen, Uri Geller, und jetzt mache ich das. Ich kann das auch. Das sprengt natürlich Bewusstseinsgrenzen. Und das ist hier bei den Days of Change immer ganz bewusst. Das sagt Ewald Schober ja auch. Wir sind nicht hier, um nur Theorie zu vermitteln. Wir sagen kurz, was wir machen werden, dann kurz ein bisschen Erklärung und dann gehen wir sofort in die Praxis, sofort ins Umsetzen, dass jeder die Möglichkeit hat, wie du gesagt hast, jeder konnte wickeln, jeder konnte bei Glasscherben laufen, jeder kann das machen. Damit man sofort in die Weisheit kommt, sagen, ich habe es nicht nur gesehen, ich habe es selber gemacht. Und das bringt die Menschen wirklich wesentlich weiter als sonst wo, weil wir es machen. Dein Lebensweg war ja aber nicht immer so. Nein. Erfüllend und erfrischend und erfolgreich im bewusstseinsmäßigen Tun wie jetzt. Ja. Du hast ja Lebenswege hinter dir bis hin zum Thema, dass du sagst, ich war auch einmal Bestatter. Ja, so kann man das ungefähr nennen, ja. Also ich möchte jetzt diesen Beruf nicht abwerten oder so, aber du warst einer der jüngsten Bestatter Deutschlands, oder? Nee, das weiß ich nicht. Also ich bin kein Bestatter im klassischen Sinne gewesen, sondern ich habe eine Zeit gehabt, wo ich von dem einen Job weg bin, weil es da einfach mental nicht so gut war für mich. Und dann war so eine Zeit, wo ich so ein bisschen orientierungslos war. Und meine Mutter, die mich alleine großgezogen hat, dann gesagt, du darfst so ein bisschen was tun. Ja, so alleine faul rumliegen ist ja auch nicht. Ne? So. Hat ein bisschen die Motivation gefehlt, ja? Ja, es war schwierig. Ja, meine Mutter ist selbstständig gewesen, 70 Stunden die Woche arbeiten war normal. Und dann der Sohn auf einmal nicht mehr, war schon seltsam. So, also bin ich dann nach einer Woche Chaos, weil meine Mutter ist Floristin und die hat mit Bestattungsinstituten gearbeitet, kam ich über das an die Herren ran. Und normalerweise sind die Herren, die dort helfen, die Sargträger sind, die die Leute abholen, ob im Krankenhaus oder zu Hause, sind alles Rentner, weil die haben Zeit. So, ich war damals Anfang, Mitte 20, ja, und da ist mal jemand, der hat Kraft, der kann anpacken, der hat Zeit. Ja, also war ich direkt bei 2-3 Instituten mit unterwegs. Und das war so mein erster, ja, wirklich Live-Kontakt mit toten Menschen. Ich war vorher bei der Bundeswehr eine Zeit lang dort die andere Seite des Todes quasi erlebt und jetzt dann in dem Bereich der Menschen, die verstorben sind und zu Hause die Menschen abholen, im Krankenhaus nach Operationen. Das war am Anfang nicht leicht. Das Thema Tod ist ja in unserer Gesellschaft völlig tabuisiert.
Man stirbt nicht mehr zu Hause und in Krankenhäusern und in Hospizen. Der Tod wird ferngehalten. Wir wollen ewig leben. Wir wollen lang leben, aber nicht altern. Der Tod ist etwas so der Übergang unseres Seins. Aber ich glaube, auch hier in diesen Days of Change erkennt man, dass offensichtlich dieses Bild, was wir in dieser materiebasierten Materialismus haben, etwas nicht stimmen kann. Weil wenn Bewusstsein über Materie herrscht und es nicht ein Epiphänomen ist unseres Gehirns, sondern offensichtlich etwas Fundamentaleres, dann kann man sich, glaube ich, leichter daran abarbeiten und sehen, vielleicht ist ja da noch was nach dem Tod. Ja, entschuldige, ich muss gerade ein bisschen mit den Tränen ringen, denn bei der Zeit, wo ich damals war, das war nicht leicht. Man fängt ja an als junger Mann und ich muss gestehen, das ist was, wo ich nicht so oft drüber spreche, ich war kurz davor, alkoholabhängig zu werden, weil mit Tod umgehen, man hat wirklich, wenn man Leute abholt vom Krankenhaus und so weiter, das kann auch nach einer Operation sein und die Menschen sind halt dann ein bisschen lediert, wenn ich das mal so sagen kann. Und das hat mich wirklich sehr mitgenommen. Es ist auch keiner da. Kurzer Seitenhieb. Uns wird alles beigebracht. Lesen, schreiben, was auch immer alles. Beruf erlernen. Aber was kaum einer uns beibringt, ist mit Gefühlen umzugehen. Wir entscheiden schon bei den einfachsten Gefühlen falsch, weil es uns keiner richtig beibringt. Und da, wo ich da war, ich konnte nicht damit umgehen. Angefangen zu trinken. Und damals war wieder meine Mutter, die gesagt hat, und das hörst du jetzt auf. Und da ich ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter habe, habe ich dann gesagt, gut, du hast recht, das kann so nicht weitergehen. Aber ich brauche ja irgendwas, wie ich damit klarkomme. Und da komme ich jetzt zu dieser Übermaterie-Sache. Ich bin hingegangen, es war eine Dame, ich erinnere mich noch, ich weiß nicht, war so 74 oder so, also gutes, langes Leben gehabt, ja. Und die war in der Kühlkammer schon und dann ziehen wir die Damen und Herren noch um, dass sie schön adrett aussehen. Und ich kam da rein, in diesen Raum und ich habe mir gedacht, ich rede jetzt einfach mit der, als wenn die da wäre. Weil wie würde ich mich denn fühlen, wenn ich wirklich als Seele meinen Körper verlasse und ich gucke mal runter? Möchte ich als Fleischsack behandelt werden? Was es ja im Endeffekt ist, aber da war ja auch eine Seele drin. Da war ein Leben drin. Wir tragen zum Beispiel Schmuck, Eheringe jahrzehntelang mit, die unser Leben geprägt haben. Und dann bin ich reingegangen und habe mit der Dame gesprochen, als wäre sie da. Und mein Kollege damals, der hat mich angeguckt und gesagt, was machst du denn? Ich sage, weißt du, ich mache das jetzt einfach mal so. Und damit habe ich mich dann immer besser gefühlt. Damit konnte ich sagen, ich sehe diesen Menschen ganzheitlich. Nicht nur das Fleisch, was jetzt da ist, sondern die Seele, der Spirit, wie man es auch immer nennen möchte, der dahinter steht. Denn wir haben Einfluss nicht nur im Körperlichen, mit dem, was wir tun, zeigen, sprechen, sondern auch mit der Energie. Und da sind wir zum Beispiel bei dem Eierexperiment. Ja. Du hast ja das Kollektiv schon angesprochen. Ja? Das Kollektiv mit der Energie, die die Menschen haben, bringt den Einfluss mit zu dem Experiment, was wir gemacht haben. Wenn wir alle da sitzen würden, das funktioniert nicht, dann wird es auch nicht funktionieren. Das ist, glaube ich, das, was wir gerade versuchen, über dieses Thema darzustellen, dass wenn wir an etwas nicht nur glauben, sondern davon überzeugt sind, dass wir Grenzen sprengen können, die bisher für unmöglich galten, dann sprengen wir vielleicht die Grenze des Todes, weil wir feststellen, ja, Mensch, unser Bewusstsein ist ja eigentlich etwas, das nur einen Avatar nutzt, diesen Körper, um in einer bestimmten Zeit hier etwas zum Ausdruck zu bringen. Und wäre doch gut, wenn wir diese Zeit optimal für diese Talente, die wir mitgebracht haben, nutzen. Genau. Da sind wir jetzt wieder da. Ansprechen der jungen Menschen, die ja noch mehr, sage ich mal, in diesem Leben vor sich haben, wäre doch auch toll, wenn die mal auf einen Day of Change kommen würden und zu sehen, wow, da hat uns ja noch niemand etwas darüber erzählt, dass ich Gefühle Realität schalten kann. Dazu eine kleine Geschichte. Ich habe ja kurz vorher erwähnt, ich arbeite auch damit, negative Glaubenssätze aufzulösen. Und ich hatte mal jemanden, einen Klienten, ein junger Mensch, ich glaube um die 16, wo man sich eigentlich denkt, der kann doch gar nicht so viele negative Glaubenssätze haben. Tja, weit gefehlt. Da war dann doch einiges, was wir gefunden haben. Und ich sage mal ganz ehrlich, wo ich 16 war, ist zwar auch schon eine Zeit her, aber nicht ganz so lang. Und wenn ich das mal vergleiche, diese Social-Media-Geschichten, was auf die Jugend einprasselt, das belastet die meisten so unglaublich. Und das können wir so gar nicht nachvollziehen, weil wir andere Schutzmechanismen mittlerweile haben. Aber die haben damit so viel zu kämpfen. Und danach zu erfahren, wie dieser junge Mensch anders atmen kann, anders sitzt, ja, anders sein Leben gestalten kann
Das ist Wahnsinn. Und hier, das zu erleben, mal ad hoc, ja, ich glaube, der jüngste Mensch, der hier über Glasscherben gelaufen ist, war 4 Jahre alt. 4 Jahre alt. Ja, und die wird ihr Leben lang natürlich davon zehren können. Das meine ich damit, wenn hier Menschen kommen, die am Anfang ihres Karriere sind, Beruf, Partnerschaft, wie auch immer, werden hier Instrumente oder Tools nicht nur aufgezeigt, sondern mit an die Hand gegeben, in einem Kollektiv das zu erfahren, dass man sagt, okay, du kannst es aber auch selber alleine umsetzen. Und es hilft dir in allen möglichen Situationen, denn eins ist klar, Chris, du hast es ja selber miterlebt, das Leben ist nicht nur oben oder nur unten, sondern es geht in diesen Wellen. Und jeder hat diese Wellen. Und wenn man jemanden die Sahne abschöpft und einmal runtergeht in die Kruste, in diese Herzebene rein, da sind die wahren Geschichten drin und da sind diese Themen drin, wo es etwas verkapselt ist, was abgelegt ist, okay, ich möchte diese Erfahrung nicht mehr machen und so weiter und so fort. Und hier Instrumente zu haben, die besser funktionieren als vielleicht alle anderen Instrumente, die wir bisher gehört haben, wo Menschen sagen, ja, ich würde ja gern, aber ich kann ja nicht, weil mein Charakter ist so. Und das zu lernen, das zu ändern, oder? Wenn du dir mal zurückblickst in den letzten Jahren, wenn du dir die Sterbestatistiken anguckst von den Suiziden, sind die bei den Jugendlichen durch die Decke geknallt. Warum? Warum ist es bei den Jugendlichen gewesen? Und jetzt mittlerweile muss ich mit einem weinenden Auge darauf sehen, weil wir die Möglichkeiten haben, diesen jungen Menschen zu helfen. Ja? Du musst nicht 2 Jahre auf einen Therapieplatz warten. Die Therapeuten waren überlastet. Die konnten auch nicht mehr machen. Ja? Und hier als Beispiel zeigen wir den Menschen, wie sie sich auch selber helfen können, selber ermächtigen, was ich ja schon sagte, aus der Opferrolle raus, in die Eigenermächtigung rein. Ganz genau, dass man nicht sagt, ich suche jetzt im Außen irgendwo jemanden, der mir hilft, sondern ich mache ein Seminar und sage, okay, jetzt habe ich diese zusätzlichen Instrumente. Ich lerne nicht nur, dass ich sage, ich kann sprechen, ich kann denken, sondern ich kann meine Gefühle selber ändern. Und wenn ich ein Gefühl auf positiv drehe, muss ich meine Realität nach diesem Gefühl ändern. Es gibt so einen schönen Satz, den sagt Ewald immer, die Wahrheit, die ich bewusst oder unterbewusst wähle, hat die Eigenschaft, sich zu bewahrheiten. Und das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, wenn wir in dieses Denken reinkommen, das ist ein Prozess, der geht manchmal nicht von jetzt auf gleich, weil wir sind ja durch viele Sachen, wie du sagst, verkrustet teilweise. Ja, und dann dauert das einen Moment bei manchen, das zu leben, das zu verinnerlichen. Aber wenn man das einmal begriffen hat, das kennt man auch von früher, wenn man telefoniert, wenn man lächelt, dann merkt der andere das. Ja, weil das Ganze, die ganze Energie, die wir haben, die Körperspannung, das kommt rüber, das kommt in der Stimme rüber. Die Leute merken das. Und damit verändere ich einen ganzen Raum. Und wenn man sich eine Samen, Bewusstseinssamen setzt, würde ich die mal nennen, die dann in die Bevölkerung rausgehen und sind, oh, es ist nicht so, wie uns immer behauptet werden, wir wären hier machtlos, wir wären hier kraftlos, wir müssen uns warten, bis von außen eine Lösung kommt. Sag, nee, du kannst sofort in die Handlung kommen, du kannst sofort jedes Problem anpacken und zum Positiven wenden. Wenn man das einmal erlebt hat, dann gehen die Menschen hier raus und sagen, wo sind denn die Probleme? Bitte schön, kommen hier. Die, ne? Aber ja, an dem möchte ich wachsen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an für die Leute, die sagen, was reden die hier? Das ist wirklich, deswegen auf meinem Kanal ist es so, ich versuche das Ganze ein bisschen humoristisch zu nehmen. Ja? Als Zeitreisender aus der Zukunft versuche ich das Ganze aus einer anderen Perspektive zu beleuchten. Denn als Zeitreisender, der hier in unsere Gegenwart kommt, darf ich auch mal Fragen stellen, die vielleicht nicht so salonfähig sind. Ja? Und ich kann auch einfach sagen, ich habe technische Geräte oder einen anderen Horizont durch die mehr Jahre, die Menschheit auf dem Buckel hat. Und weil die Menschen jetzt bei uns sind oft so im Alltag gefangen, immer wieder das Hamsterrad, immer wieder dasselbe, dass sie oft es sich sehr, sehr, sehr schwer tun, da rauszukommen. Und wenn wir über das sprechen, die Selbstentwicklung, das Arbeiten an sich, das grenzt an Arbeit. Und das würde ja heißen, ich habe hier ein Problem. Und die meisten sagen, ich habe kein Problem, ist doch alles gut. Zum Seelenklempner gehe ich nicht. Ja, ich bin doch nicht plemplem. Das ist so ein ganz altes Denken. Ja? Und das hält uns wieder klein. Wenn wir aber hingehen und sagen, okay, ich gucke mal an, was ist in mir? Wie sieht es in mir aus? Viele gucken immer nach außen. Bin ich adrett? Habe ich vielleicht zu viel Kilo oder so etwas? Ja? Aber nach innen. Ja, wir haben ja auch eine Hygiene im Außen. Genau. Aber Psychohygiene, genau. Bewusstseinshygiene oder hier zu sehen, dass wir unseren Geist modellieren, verändern können. Ja.
Das hat uns ja niemand gesagt, weil wir ein Glaubenssystem haben in der Wissenschaft der letzten 300 Jahre. Also du hast ja gar kein, du bist ja gar kein Ich, du bist vielleicht sogar noch viel mehr ein Ich, aber so wirklich, wirklich bist du eigentlich gar nicht, das bildest du dir nur ein. Und wenn man das durchbricht, dann die Leute sagen, nee, das ist schon anders. Du bist schon derjenige, den du fühlst. Da ist jemand drin, der dieses Gefährt nutzt und ich zeige dir noch ein paar zusätzliche Hebel. Ganz genau. Und was auch viele für mich immer, ich definiere das immer so, wenn man draußen das Wort Egoismus hört, sagen viele, oh Gott, nein, nein, ich bin nicht egoistisch. Das ist eigentlich falsch. Nicht nur eigentlich, sondern es ist falsch. Denn gesunder Egoismus, und das ist Egoismus, ich betone das gesund, weil viele das Egoismus halt negativ sehen, Egoismus ist erstmal wichtig. Das, was viele meinen, ist Narzissmus. Das ist nicht gut, das ist destruktiv. Ja? Aber an sich zu denken, gehen wir nochmal hin, wenn wir als Beispiel einen Autounfall haben. Wir fahren mit dem Auto, es ist ein Autounfall und wir sehen, da sind Personen verletzt. Was mache ich als erstes? Wenn ich noch vorbeifahre, dann rufe ich Hilfe. Weil ich weiß ja nicht, was noch genau alles da ist. Also rufe ich erstmal Hilfe. Komme an, steige aus und was mache ich dann? Gehe ich direkt helfen? Nein, ich mache Unfallstelle absichern. Und warum? Damit ich nicht auch noch verletzt werde und daneben liege. Jetzt gehen wir das Ganze mal auf die innere Hygiene, wie wir gerade gesagt haben. Das heißt, wenn ich mal nicht weiterkomme, dann rufe ich doch mal jemanden an. Muss ja nicht ein Therapeut sein, kann ja auch ein Trainer sein oder irgendjemand. Oder ein guter Freund. Oder ein guter Freund. Ja? Oder auch jemand Wildfremdes, was auch immer. So, dann mache ich das so. Und das Nächste ist, ich gucke mal auf mich. Denn wenn ich eine Baustelle habe, wo ich mit zu kämpfen habe, kann ich nicht noch Energie aufbringen, um anderen zu helfen. Das heißt, gucke ich doch erstmal auf mich, dass es mir gut geht. Und wenn es mir gut geht, habe ich mehr Energie, um auch anderen zu helfen. Das einfache Prinzip bei einem Autounfall. Wie Menschen erkennen, wenn wir gemeinsam nicht ein Ziel, aber etwas machen wollen, hat es nun viel mehr Kraft, als wenn ich gegeneinander Ellenbogengesellschaft und sage, ich muss mich hier abgrenzen. Ich gebe immer so schöne Beispiele. Diese unglaublich großen Bauwerke, die wir kennen, Kölner Dom zum Beispiel, die Leute, die das angefangen haben, wussten, in ihrer Lebzeit wird der nicht fertig. Das heißt, es war ein Mehrgenerationenprojekt. Es ist ja über mehrere Jahrhunderte gegangen. So, dieses Denken haben wir Menschen jetzt nicht mehr. Kennst du ein Mehrgenerationenprojekt, was gerade läuft? Es gibt keine. Wir denken von Legislaturperiode zur nächsten. Dieses große Gesamte, was du angesprochen hast, dieses Kollektiv, hatten wir früher mehr. Und da wieder hin zurückzukommen, uns wieder zu ermächtigen, ja? Nicht von oben lenken zu lassen. Ich lasse das bewusst oben mal offen. Ja, aber auch mit der Natur, mit allem in Augenhöhe zu kommunizieren, ist, glaube ich, auch nochmal ein extra Punkt. Aber kommen wir nochmal zurück zu dir. Wie sieht denn dein weiterer Weg aus? Du hast also hier bei Ewald Schober, beim Life-Coaching-Center, hier deine Berufung gefunden, Menschen zu unterstützen, die auch vielleicht sagen, okay, wo ist denn meine Berufung, wie komme ich hier raus, wo habe ich vielleicht noch Baustellen, die mich hindern, mein erfolgreiches, glückliches Leben zu führen oder Probleme zu lösen? Das ist ein Aspekt, genau. Ich bin über den Ewald Schober an dieses ganze Thema nah herangeführt worden, habe für mich festgestellt, das ist das, was man als Berufung bezeichnen kann, wo ich drin aufgehe. Ich sage auch ganz bewusst, Dinge wie Elektronik, Elektrik, da lasse ich die Finger von, da bin ich total der Versager drin. Ja? Aber ich sage auch, in dem Bereich, was ich jetzt tue, ob es jetzt bei den negativen Glaubenssätzen ist oder im Coaching für Leute, die mehr machen wollen, ja, das ist mein Ding. Da fühle ich mich wohl und das merkt man auch, weil du kriegst die Resonanz. Ja? Ob es jetzt hier als Trainer ist beim Glasscherbenlauf oder wo wir mit dem Eierexperiment waren, das ist mein Weg, den ich gehe und da möchte ich einfach so bestmöglich was ich kann, in den Menschen geben. Und ich sehe auch im nahen Umfeld, wie viel es bringt, wenn man sich mal auf den Weg macht. Wenn man den ersten Schritt geht, sage ich immer, der erste Schritt ist der schwerste, aber auch der wichtigste. Und danach bin ich dabei. Den ersten kann ich nicht gehen für dich. Den darfst du selber gehen, die Entscheidung. In diesen Tagen sieht man auch diese Vernetzung der Menschen, die plötzlich andere Menschen treffen. Gestern hatte ich ein Gespräch auch mit jemandem, der anderen geholfen hat, die hatte keine Wohnung mehr, ein Kind. Und er hat gesagt, okay, kein Problem. Wir haben ein großes Haus, die Kinder sind aus dem Haus, du kannst bei uns einziehen. Und er sagt, es ist die größte Bereicherung, die wir jemals hatten. Es ist passieren, wenn man sich auf den Weg begibt. Ja. Ich sage immer so salopp, ich surfe auf der Energiewelle des Universums. Was heißt das? Ein Surfer agiert nie gegen die Welle, weil dann würde er komplett von der Welle zerstört werden. Der guckt also, wie
bewegt sich das Universum, wie bewegt sich die Welle. Geht mit, macht aber auch sein Ding, der macht seine Tricks, seine Kunststückchen. Aber eben mit der Natur, mit dem Universum. Und wenn man das mal geht, wenn man diesen Weg einmal eingeschlagen hat, dann öffnen sich Türen. Manche gehen auch zu, das muss man fairerweise auch sagen. Und dafür gehen aber neue auf. Dafür gehen aber ganz viele andere auf. Und die sind so unglaublich, wo viele jetzt so sagen, das ist ein Wunder. Und für uns ist es ganz normal. Ne? Wenn mal kein Wunder passiert, sagen wir, was ist heute los? Ne? Ja, es ist wirklich, deswegen eben Löffelbiegen vergessen, Glasscherloff, ja. Okay. Feuerlauf. Ja, es sind Dinge, für uns sind die normal geworden. Einfach, das sind keine Wunder mehr. Also Chris, nochmal eine letzte Botschaft an die Zuseher, wer mal sowas ausprobieren will. Im Internet findet ihr bestimmt die Information dazu. Und Chris, danke für dieses Gespräch. Danke dir. Und danke, liebe Zuseher, dass ihr dabei wart. Tschüssikowski.